Was bedeutet für Sie Unternehmertum? Ja, Unternehmertum heißt für mich, dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich hin und wieder doch sehr lange Arbeitstage habe und das auch sehen muss, dass ich diese langen Arbeitstage mit meiner Familie unter einem Hut bringe. Die Gefahr ist groß, dass man sich eben in einer Spirale begibt, dass man selber gar nicht mehr erkennt, wie viel man arbeitet. Ich wurde Unternehmer, weil. Ja, weil ich meinen Traumberuf, den ich eigentlich erlernen wollte, wegen meiner schulischen Faulheit nicht erlernen konnte und deswegen halt in unserem Familienunternehmen eingestiegen bin. Ein großes Vorbild. Ja, da wüsste ich so keins. Also das wäre dann wahrscheinlich mehr in dem Bereich Musik, Kunst. Ja, Picasso gefällt mir sehr gut. Edgar Augeneigenen zu Holzen. Hause? Ja. Aber kein Original, sondern einen, den meine Tochter gemalt hat. Ihr erster Erfolg als Unternehmer? Mein erster Erfolg war die Umstrukturierung des elterlichen Betriebes, sehr zum Missfallen meines Vaters und die daraus anschließend doch sehr positiven Zahlen. Ein großer Fehler, den Sie gemacht haben als Unternehmer? In einem noch größeren Betrieb einzusteigen und das Unterschätzen von Führen vieler Mitarbeiter.